Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von 7 Days to Die mit der Darkness Falls Mod. Wir haben ja beim letzten Mal erfolgreich das Wissenschaftscenter erledigt. Das ist so, ja, ich habe irgendwie zwischendurch zweimal gedacht, dass wir daran scheitern, weil immer diese Dämonen uns da angegriffen haben mit diesen super Heilkräften. Aber ey, Laserpistole regelt, also das hat wunderbar geklappt. Ich habe jetzt zu Hause auch die ganzen Sachen schon mal wegsortiert. Ich habe jetzt unsere Power Armor einfach mal angelassen, weil ich sie irgendwie relativ sympathisch finde, muss ich sagen. Keine Ahnung, ob das mit den Reparaturkosten sinnvoll ist. Das werden wir dann irgendwann nochmal sehen. Aber an sich, ich mag die. Wir behalten sie jetzt erstmal an und ab ins Wasser. Und heute steht das Raketen-Launchpad an, also der Raketenstartplatz. Den fand ich ja sowieso schon relativ cool. Der wurde sich aus den Kommentaren ja sogar gewünscht, dass wir den nochmal machen, bevor wir das Let's Play zu Ende bringen. Jetzt haben wir eine Quest dafür. So. Alles perfekt gelaufen, würde ich sagen. Gut. Das sagen wir mal, wenn wir es geschafft haben, ist alles perfekt gelaufen. Wir können natürlich auch einfach die Tür aufmachen, weggesprengt werden, sind tot. Das wäre, ja, machbar. Doof, aber möglich. Wir schauen einfach mal. Und jetzt schön mit dem Motorrad auf dem Weg. Und diese Power Armor ist, glaube ich, leichte Rüstung. Das heißt, wir haben, was das angeht, sind sogar deutlich bewegungsfreier als vorher. Das finde ich ja schon ganz nett. Keine Ahnung, ob es. Also, wie gesagt, mir ist das nicht mal richtig aufgefallen, dass ich in der Bewegung eingeschränkt war. Aber, ja. Das Spiel sagt, es war so, also war es wahrscheinlich auch so. Ganz einfache Kiste. So. Ich habe eine Menge Schrotflintenmunition eingepackt, weil ich dachte, wir weichen heute mal von der Knüppellogik ab und nehmen die Schrotflintenlogik. Zumindest am Anfang. Einfach mal ein bisschen Abwechslung hier reinzukriegen. Na, oh, da, ich sehe den Raketenkopf. Ich sehe ihn schon. Da ist er. Gehe ich da von einem coolen Screenshot hin? Schauen wir mal. Ah. Sieht doof aus. Hab's versucht. Versuchen wir von der anderen Seite. Müssen wir mal schauen, was sich da dann zurechtgezaubert wird fürs Thumbnail. Ah, okay. Hier vorne ist noch eine Option. Hier, Typ. Jetzt habe ich wohl Leute geweckt. Ja. Haha. Schön, Schädel wegsplattern hier. Sehr schön. Oh ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Schauen wir mal. Das passt schon. So. Also bis jetzt gefällt mir die Schrotflintenlogik. Durchhüpfen oder was? Zack. Unangenehm. Da lag Loot. Warte, ich habe sogar Panzerbrechende dabei. Oh!
Ist in Ordnung? Na? Läuft sich nicht so gut durch Stacheldraht, oder? Jo. Das sind nicht mal dicke Panzer hat. Wie fährst du da Loot? Den hätte ich gerne. Krieg ich den? Danke, Spiel. Oh, ein bisschen Schrotflintenmuni. Warum nicht? 21.000? Ich nehme den Weg. Vielleicht ist das ja der Endloot und wir finden ihn gleich noch. Alter, was ist denn hier draußen los? Ach, so kommen wir natürlich nicht sonderlich gut voran. Warten wir kurz, bis sie näher dran sind. Oh, kannst du mich mal. Ey? Ist jetzt nicht unangenehm mit der Schrotflinte bisher. Sehr schön. Ah, jetzt sind wir wieder draußen. Gucken will. Oh, wow. Ah, kommt da von drüben? Wow. Die gehören nicht hierher, aber... Naja. Gönnen wir uns auf die. Ah, da hätte ich vielleicht mehr Schrotflintenmunition mitnehmen sollen. Also wir haben zu Hause genug, davon mal ab. Haben wir hier durch. Ah. Und wieder rein. So. Wollen wir drauf hüpfen? Jo. Kleine Action hier noch. Läuft. Die Folge der zerplatzenden Köpfe. Ja, sehr schön. Hi. Hi. Oh, whoa, whoa, whoa.
Gut. Wenn ihr das wollt, gehen wir das hin. Du. Oh, sehr schön. Hey! Hat er sich gewehrt? Ich fass es nicht. Frechheit. Da geht's nach oben. Lass uns doch mal auf der Erdgeschossebene weitermachen. Moin! Jemand zu Hause? Nö. Wow, wie unspektakulär. Ach. Gehen wir den vorgesehenen Weg. Weil wir es können. Okay, war eine blöde Idee. Das kann ich ganz klar sagen. Ah. Ja, war klar. Danke. Wenigstens die ist offen. Jetzt hier geht's wieder hoch, ne? Mal rein. Okay. Was will ich an dem Gebäude merken wird? Ups. Ja, das war statisch nicht ganz optimal gebaut, würde ich sagen. Upsi! Ah, ich glaube, sie hat geschrien. Lass uns die doch gleich mal reparieren hier, wenn wir uns hier weiter umgucken. Oh, hier geht's rein. Ich hab sie gerade auf 48 runter. Was habe ich jetzt hier Tolles gefunden? Zerlegen, 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 zerlegen. Und Farming Tests. Zerlegen, 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 zerlegen. So. Gut. Hier ist sonst nichts Spannendes. Ich kann natürlich Schreibtische looten, das ist eine Möglichkeit. Oh, wow. Ne, lassen wir mal. Also, wir haben da die untere Ebene schon mal erledigt. Da ist der Turm, wo es nach oben geht. Ja.
Muss mal gucken, wegen hier Schrotflinte. Wundert mich ein bisschen, dass ich sie so schlecht repariert habe. Ich dachte eigentlich, dass ich alles auf 51 reparieren können müsste. Ganz vollständig. Hier. Waffencrafting vollständig. Liegt es vielleicht daran, dass ich die noch nicht gelernt habe? Ich habe sie auch schon gelernt. Ich könnte sie als 71er herstellen. Echt jetzt? Ich laufe mit dem Ding hier rum? Ja, ist okay. So, wir wollen da rein. Über diesen tollen Weg nicht mehr, den habe ich kaputt gespielt. Kein Problem. Dann heißt, wir nehmen uns einfach einen neuen. So. Keinen Rückweg eingeplant. Ach, Ruf bitte. Mach mal was mit deinem Geld. Oh. Gut, das war schon wieder etwas mehr Action als erwartet. Egal. Wieder so ein Raum. Also wenn ich elektronische Teile brauche, bin ich ja hier richtig aufgehoben, oder? Was brauchte ich denn hier? Hier brauche ich auch elektrische Teile für die Dinger hier, ne? Energiezelle? Ja. Gut, dann... Wow. Was ist das denn für eine Fehlkonstruktion? Ja gut, wenn ich jetzt hier alle die Dinge auseinandernehme, dann sind wir ja morgen noch hier, ne? Elektrische Teile? Hier? Ja? Gibt's. So, ignorieren wir mal. Gehen wir weiter nach oben. Oh, ich wollte weiter nach oben. Nein. Ja, so macht man das nicht. Hat sie geschrien? Ernsthaft? Sind wir wieder bei die Schreierin, macht mehr Action als Freude. Ja, ich muss auch gleich mit meiner Munition aufpassen. Ha! Spiel, warum machst du das mit mir? So.
Spielen wir jetzt mal weiter. Oh, hoch. Gibt's von hier aus noch einen Weg weiter nach oben? Nö. Hab ich den versehentlich mit abgerissen? Wäre mir zuzutrauen, oder? Moment mal. Planänderung. Oh oh. Sie. Weiter geht's. Oh, Bücherregale, die nehmen wir natürlich wieder mit. Oh, ich höre schon wieder eine Schreierin. Oh. Was gehen die mir denn so auf die Nüsse? Ist die blöde Kuh. Oho! Das ist sie gewesen. Oh. Okay, vielleicht reißen die ja jetzt. Ah, ist ein Treppenhaus am Rand. Aha! Ah. Das klappt bis jetzt gut? Ah, ich bin voll. Ach ja. Ich hab ja auch Bücherregale gelootet. Hey, willkommen an der Rakete. Wo kommst du her? Ja, komm. Flug. Der findet den Weg nach oben schon wieder. Hatte ich hier fertig gelootet? Ja. Dann gehen wir jetzt in der Etage hoch. Oh. So, dann lass uns doch nochmal Vitamine zu uns nehmen und Sachen zerlegen. Macht hier gerade eh keinen Sinn, den Kram mitzunehmen. Wieder eine Schreierin.
Oh, und sie hat sogar schon wieder geschrien. Bin ja begeistert. Oh, was ist das? Oh. So, was haben wir hier noch alles Tolles? Ja, ich will gleich mit dem Inventar aufräumen. Gib's zu. Ich nehme aber schon wieder einfach alles mit hier, ne? Oh! Ich würde mich gern einmal kurz um die Schreierin kümmern. Oh. Schön, dass du geschrien hast. Ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Wo ist sie? Mal wieder so. Noch eine. Und sie schreit doch schon wieder. Gut, wir brauchen hier kurz einen kleinen Moment länger. Blöd, Sau, ey. Die Munition geht mir langsam aus. Ich höre wohl noch einen dicken Korb. Oder Tourist, bin mir gerade nicht sicher. Hier auch noch eine Schreierin. Ich weiß nur noch nicht wo. Oh. So, die Schreierin ist beseitigt. Dann lass mich mal kurz. Wäre ich jetzt eh schon wieder hier unten, dann kann ich kurz die Sachen ins Motorrad räumen. Eieieiei. Einfach rein damit. Beziehungsweise scrappen und weiter. Oh. Ah. Weil Zombie-Loot-Säcke hätte ich ja schon ganz gerne mitgenommen. Zumindest die, wo es geht. Ah, danke. Oh, schön, wir haben ein bisschen panzerbrechende Munition.
schlimm hier heute. Aber kein Problem. Selbst wenn es jetzt schlimm ist, jo, müssen wir halt mit leben. Oder sterben, je nachdem, was davon passiert. Hä? Ah, eine Kettensäge. Da ist schon wieder Level up hier, ne? Dann zerleg doch den ganzen Kram nochmal, bitte. So. Ziege, du darfst am Leben bleiben. Warum auch immer du dich jetzt hierher verlaufen hast. Oh, noch ein Blutsack. So, wir wollten oben in die Rakete rein, habe ich gehört. Dann nehmen wir diesen Weg jetzt auch. Theoretisch. Na komm schon. Oh. Hier links. Hoch. Hoch. Ab in die Rakete. Mal gucken, ob sie uns in die Luft jagt. Die sind doch ein bisschen rauchig hier drin, oder? Ist hier irgendwas? Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe nichts. Hilfe. Das ist irgendwie nett und witzig, aber unpraktisch zugleich. Komm, lass uns hier mal runter. Oh, ich höre einen dämonischen. Das war's mit dem Dämonischen. Ist auf allen Seiten? Ich höre wieder einen Dämonischen. Hat sich erledigt, er ist tot. Das Ding ist hier gleich kaputt, da reparieren wir das lieber mal. So, Schrotflinte ausgepackt. Ah, Alter, wir haben noch zwei Magazine. Oh, naja, nicht ganz zwei Magazine, ich sehe schon. Ja. Yeah. Ich nehme mein Glück mal wieder zur Hand, weil Schrotflintenmuni haben wir nicht mehr so viel. Aber hat ganz gut funktioniert mit der Schrotflinte, Mann. Sie! Moment mal. Immer auf die Taste drücken. Das war mir ein kurzes Bedürfnis, auf die Taste zu drücken bei ihm. Weiter geht's. Oh, Zement. Und nicht wenig. Das nehme ich gerne. Komm her. Ach komm, warum nicht? So,
Jo, Inventar ist gleich wieder voll. Das wäre vielleicht eine gute Antwort gewesen auf das Warum nicht. Ach komm, zerlegen. Zerlegen wir heute mal eine ganze Menge. Wir brauchen hier auf nichts sparen. Glaube ich. Das ist Geschäft drin. Eieiei. Oh, gesegnetes Metall. Oh, ich mag die Mod. Jupp. Joa. Ja. Nun, ich bräuchte vielleicht ein bisschen mehr Platz in der Leiste hier. Ich brauche nicht so viel Schutzanzugdinger. Ich brauche diese ganzen Fasern nicht, aber an sich finde ich die Fasern ganz cool, deswegen warum nicht? Sind die nicht was wert? Sind sie? Beeindruckend. Ja gut, wir müssen, machen wir hier mal kurz weiter. Oh. Hallo. Ah, Demolisher? So. Um den Loot kümmere ich mich dann gleich separat nochmal. Lass uns die Quest zu Ende bringen. So. Ist er tot? Nö. Yes. Okay. Hier geht's wieder raus, oder was? Hä? Aha! Geheimnis gelüftet. Ist tot? Ja. Du brennst ein bisschen. So. Haben wir das auch? Ach, hier ist noch so viel Loot. Da kümmere ich mich dann gleich nochmal einzeln drum. Das ist aber nur noch mehr. Oh. Ich höre Dämonische. Ich erinnere mich. Die hatten wir vorhin schon gesehen. Bisschen langwierig, aber ist okay.
Kann ich meinen Schleichschaden eigentlich leveln? Warte mal, ich habe so viele Punkte über. Ah, gut, ich mach, kann weniger laut sein. Ah, das ist egal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich gleich mit einem Bären und einem Hund anlegen muss. Kann das sein? Ja, das kann sein. Bücherregale. Geh kaputt! Allerletzte! Quest erledigt! Oh, perfekt! Ne, dann haben wir das! Ich würde hier noch ein bisschen zu Ende looten, das ist hier überhaupt kein Problem. Aber haben wir die Raketenstation eigentlich abgearbeitet? Beziehungsweise eine Kleinigkeit machen wir jetzt vorher nochmal. Bevor ich hier gleich wieder alles loote. Oh. Ja, ich gehe mal erstmal wieder raus hier. Da oben, wo ich anfangs sagte, das ist der Endloot. Da war noch eine ziemlich große Klappe mit 21.000 Life. Meine Neugier sagt, ich will wissen, was da drunter ist. Wahrscheinlich finden wir genau diese Räumlichkeiten gleich. Ach, kann ich hier einfach raus? Ist das Spiel so nett? Ja. Danke. Bevor ich mir jetzt dumm und dämlich den Weg suche. Nehmen wir den einfachen Weg. So. Ja, das habe ich versehentlich abgerissen. War nicht so nett von mir. Da drin. Oh, das ist ja noch so ein Ding. So. Machen wir es einfach mal ganz offiziell kaputt. Oho. Nee, was ist das auch? Sehr schön. Oh, wartet mal. Lass uns noch mal ein, zwei Minuten länger machen. Ich habe noch mal ganz blöde Ideen. Die wollen umgesetzt werden. Machen wir das doch auch mal. Wo bin ich denn jetzt raus, rauf und runter gekommen? War es da drin? Ja, ne? So. Nee, der andere bitte. Da. Wir sollten doch die Zombies davon abhalten, diesen Planeten zu verlassen, oder? Dann lass uns doch mal. Ah, das dauert jetzt bestimmt zu lange. Ist die irgendwo schneller? Nee. Schade. Ich hatte gerade den Gedanken, lass uns doch einfach die Rakete abreißen, aber... Nee, Spiel sagt nee, also lassen wir das auch so. Wir benehmen uns mal. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.